Yeah, I had to let myself in. The door locks if it swings too. Alles klar, weiter. No, they were shut. Most of the windows were really hard to open anyway. It's stifling in summer. They were painted over by my dad. Could have left a door open accidentally. Or there's a cat flap in the back door. Genau, cat flap würde ich ja auch noch mal einmal danach suchen. Aber erstmal machen wir... Nee, weißt du was? Ich mach das jetzt. Da haben wir noch ein neues Video. No, no cat. My parents had a cat before they died called Domino. It was this little black thing with white dots. We never did anything about the cat flap, but if you were thin, you could maybe squeeze through it. Da sagt sie, ihre Eltern hatten eine Katze, die... Aber, okay, das ist ja auch schon länger her. Mit dieser Katze mit dem Domino ist schon länger her. Haben wir denn da noch irgendwelche Geschichten? Nein, okay. Dann wollte ich nochmal hier nach... voilà. Ich möchte hier nochmal ein bisschen drüber erfahren, wenn ich das denn auch eingeben würde. Bruce. Okay, ein Video. 54 Sekunden. One of us got hurt, the other one would have to be hurt too. A grazed knee, a bruise. When I lost my tooth first, we had to pull a harness to match. Once, I slept with a boy who was seeing another girl. The girlfriend came up to Hannah the next day and punched her in the face, gave her a huge black eye. That night, she had to do the same to me. She almost went too far. I couldn't see out of that eye for days. She snuck frozen peas up for me from the kitchen. So much of our bodies were synchronized anyway. We started our period on the same day. All our childhood diseases, stomach bugs, nits. Aber... Dann konnte sie, da mussten die sich ja immer, da mussten die das ja immer teilen. Wenn die eine jetzt zum Beispiel Masern gehabt hätte und geht zum Arzt, die andere hat sich dann auch angesteckt und müsste auch zum Arzt. Und wenn die Eltern ja sagen, hey, wieso sollen wir zweimal zum Arzt gehen? Also das kann ja schon Probleme machen. Und auch, ich weiß nicht, ist das so realistisch, dass man das wirklich so durchziehen könnte von der Kindheit an? Ist es so realistisch? Ich glaube nicht. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. So, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch die Helen. Und ich glaube, das, was ich jetzt machen würde, ist, wir schauen jetzt, dass wir die Suchbegriffe so eingeben, dass wir dem Geständnis immer näher kommen, zumindest davor oder auch danach. Dazu brauche ich aber nochmal das Geständnis einmal. It happened very quickly. We hardly had to talk to each other. We agreed almost silently. Warte mal, ohne dass ich das jetzt höre, Entschuldigung, möchte ich mal kurz überlegen. Sie kam rein... Und sie saß da mit der blonden Perücke hinter ihm und war schockiert. Haben wir vielleicht nochmal irgendwie so ein Schockding hier? Haben wir nicht, okay. Aber hier sagt sie es nochmal. Alibi, Body, Seller. Haben wir auch nicht. Haben wir vielleicht sowas, das wäre zu einfach. Viel zu einfach. Vielleicht, Hoppala. To confess? Nope. Was hat Simon aber getan? Hat Simon wirklich jetzt nur den... Der hatte dieses falsche Spiel quasi gespielt, ne? Ist ja fremdgegangen. Aber... Upsala. Cheated haben wir ja auch schon probiert, ne? Ja. Schade, es ist aber jetzt nicht das, was ich so dachte. Ich hätte sie gerne hier. Also mit dem weißen Oberteil diese Zeit. No, I have never been unfaithful. I've never cheated on Simon. Have I ever cheated on Simon? You asked that question yesterday. 1.7., 30.6. Nicht unbedingt ein Tattoo und da ein Tattoo. Und sie erinnert sich aber. Okay.
Das ist jetzt sehr, sehr interessant natürlich, ne? Du hast mich das gestern schon gefragt. Sie haben mich das gestern schon gefragt. Wir gucken nochmal. Es sind schon noch ein paar Videos. Ich werde gleich auch eine kleine Aufnahmepause machen, aber werde danach sofort weiter aufnehmen, weil wie gesagt, ich bin ja quasi gezwungen. Was heißt gezwungen? Es gibt Schlimmeres, aber halt das in einen durch aufzunehmen, eben um den Spoilern auch zu entgehen. Und... Ach ja, stimmt, die war ja noch das zweite Mirror Game. Only for the moms here. Ein wunderbares Gesicht. Ich weiß immer noch nicht genau, wie es funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, dass es immer mehr werden. Und ich hier anscheinend irgendetwas drücken muss. Und guck mal, es werden immer mehr. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie voll zu machen. Oh. Hm? Ich habe jetzt mal einfach hier hinten. Keine Sorge, ich höre gleich auf. Und hier unten haben wir Player 1, 10, Player 2. Ah, okay, ich bin also beide Spieler. Hey, guck mal, das ist ja strange, ne? Auch mit dem Miro und so. Passt das nicht irgendwie hier zum Spiel? Oh. Okay. Da, 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 da. Jetzt werden es irgendwie wieder weniger, oder? Ist das so? Also die ich anklicke, die bleiben schon, oder nicht? Ey, komm, das machen wir mal eben. Ich habe das gleich voll. Ich bin mir einfach immer noch nicht so sicher hier, aber wir haben es gleich voll. Ist das gut? Ja, ist ja toll. Wow, super. Super. Ich habe wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Okay, dann werde ich jetzt mal eine kleine Aufnahmepause machen und wir sehen uns dann gleich wieder hier bei Her Story und ich möchte mich dann auch jetzt nochmal dafür bedanken, dass ihr alle zuschaut und auch für die Theorien in den Kommentaren, aber bitte vergesst nicht, keine Spoiler, auch bitte keine Spoiler-Warnung und so, weil ich muss das aufklappen, das ist das Problem, weil ich moderiere ja meine Kommentare, ich habe dafür niemanden, ich mache das selber, wisst ihr? Deswegen bitte einfach so gar keine Spoiler, Vermutungen wirklich lieben gerne, ne? Ihr könnt untereinander wirklich lieben gerne, aber bitte keine Spoiler. Vielen Dank und ich würde mal sagen, bis gleich. Tschüss. So, herzlich willkommen zurück hier zu Her Story und ich habe in der Zwischenzeit mir was zu trinken geholt und habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar habe ich mir das Reacher-Brett, aber ich glaube, danach habe ich schon gesucht, ich bin mir nicht sicher. Hat mich nicht zugespoilert, keine Sorge. Und ich glaube, man kann sich auch gar nicht wirklich zuspoilern, denn das Einzige, was ich weiß, ist, so das Ende hatten wir ja eigentlich schon. Wir haben ja den Chit-Chat da oben. Und der taucht halt auf, wenn man das Spiel beenden möchte. Das heißt, es war schon richtig mit dem Clip, aber das heißt nicht, dass wir das Spiel verstanden haben. Also wir haben ja, ich kann das nochmal zeigen. Wir haben noch ein paar Videos offen. Wir haben aber sehr viele Videos gefunden. Also da muss ich mal wirklich hier, ja, ganz toll gemacht. Und ich hoffe, ich habe ganz vergessen zu sagen, ich habe gerade in der Aufnahme hatte ich heimlich Wasser getrunken und ich glaube, man hört es in der Aufnahme, während sie singt, war das, glaube ich, da hört man mich so im Hintergrund gluck, gluck. Dafür möchte ich mich dann nochmal entschuldigen. Ich wusste genau, was, also ich wusste Schizophren, aber Englisch heißt Schizophrenia und bla, ich wusste aber nicht genau, wie man das schreibt, deswegen habe ich mal nachgeguckt. Das wollte ich euch eigentlich sagen. Und da wollte ich mal gucken, ob wir da was finden. Findet man natürlich nicht. Das ist natürlich Renia. Das ist natürlich doof. Ich weiß halt wirklich immer noch nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Ob es zwei Personen sind oder eine. Mann, ich kann mich einfach nicht einigen, woran ich jetzt wirklich glauben möchte. Tja. Ne, die hatten wir schon. Okay. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben Disorder. Vielleicht finden wir darunter was. Auch nicht. Ah, das ist natürlich sehr schön. Aber vielleicht unter Korps. Nein, das tut mir auch nicht. Ich möchte natürlich jetzt auf das letzte Video. Ne? Ich möchte da irgendwie möchte ich da hinkommen. Aber warte mal, das hatten wir auch noch. Gehen wir mal gerade den Zettel durch. Da, guck mal, ein Video haben wir sogar noch.
Sie arbeitete ja in dieser Bar. Helen arbeitete in dieser Bar und sie ist doch auch irgendwo, hat sie doch performt. Mich würde interessieren, ob sie da auch eine Perücke anhatte. Die Sache ist, ich möchte dieses eine Video finden, weil sie sagt, er hat mich nicht erkannt. Natürlich hat er mich nicht erkannt. Ich wette, da hatte sie die Perücke auf. Jetzt im Nachhinein. Ich habe mich wirklich nicht zugespoilert. Ich habe nur gerade selber den Übersetzer benutzt, beziehungsweise DictCC oder so heißt es, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ne, in Google und dann mir noch ein paar Sachen dazu geschrieben. Und ich möchte aber wirklich, ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen, alle Videos zu sehen. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich möchte natürlich genau wissen, was hier passiert ist. I told her it was one of my boyfriends, someone I had met in the bar. I think she was happy. But I could tell she was thinking, why couldn't it happen to her and Simon? They were the ones with the real life. Why not them? Ah, das heißt wohl, das heißt, sie hat es dann geschafft, schwanger zu werden und sie hat gesagt, es wäre... Oh mein Gott. Was ist, wenn sie von Simon aber schwanger war? Nein, ich habe ihr... Nein, ich habe ihr gesagt... Moment, das hören wir uns nochmal an. I told her it was one of my boyfriends. Someone I had met in the bar. Aber es war nicht so. I think she was happy. But I could tell she was thinking, why couldn't it happen to her and Simon? Oh, das ist aber schon sehr fies jetzt gerade. Aber sie hat versucht, also Eve hat ja versucht, die ganze Zeit schwanger zu werden, als Hannah schwanger war. Hannah hat aber das Kind verloren, ne? Hannah hat das Kind verloren und wollte dann wieder schwanger werden. Aber ich meine, ich hätte doch mitgekriegt, dass sie wieder schwanger wurde. Beziehungsweise sie hat gesagt, alles was zählt, ist das Baby. In ihm wird er weiterleben. Heißt ja nicht unbedingt, dass sie schwanger war. Beziehungsweise eigentlich ja schon, weil wenn sie auch Eve ist... Sehr verworren. Wir hören uns jetzt aber mal ganz kurz nochmal die Clips an. Ich möchte wissen, wie das ist mit dem Kennenlernen da, mit der Bar. Are you sure? What would you be doing in Oxford if there was no conference? Aha. I remember calling him. Ja. Okay, das ist es nicht. Ich beeile mich jetzt mal ein bisschen, bevor ich hier wieder meine Gedanken verplane. Sie hat sich dann das Tattoo machen lassen. Got my tattoo to mark the... Okay. I was singing in a bar in the evening, so I had some money. Okay. 11.53 Uhr. 11.54 Uhr. He saw me singing. Ah. One of my shows. Pure chance. Not sure I remember what he was even doing there. Afterwards... I had a drink at the bar and he came over and we got talking. I knew who he was. Obviously I knew who he was. But he didn't know who I was. He was fascinated by the likeness. He guessed my name from my tattoo. Told me it was a palindrome. Well, that would impress me. I enjoyed talking to him. It was amazing to be able to sit and interact and talk to him after all this time. He didn't tell me he was married. I'm not sure what he was thinking. He later told me it was like he was dreaming. A waking dream. Ich würde trotzdem jetzt gerne wissen, wann sagt sie das denn? Nothing else happened that night. We talked, then I said goodbye. Then next week I was singing in the bar again and there he was. And again the next week, he offered to buy me a meal. I told them I had already eaten and so we got chips and ate them on the beach instead. When we said goodbye, he asked me to kiss him. Romantic. Verdammt. Warte mal, war das jetzt... Ich muss mal... Die Clips sind alle gleich aus.
Okay, da ist nichts passiert. Nichts in der Bar. Sehen wir uns im Netzweg. Okay, das hatten wir. Oh, schwierig, schwierig. Okay, Moment, wird das so geschrieben? Verdammt. Recognize. Recognize. Seht ihr, manchmal habe ich echt Probleme, vor allem wenn ich mich jetzt so darauf versteife, das Englische ja, das hier alles so perfekt wie möglich zu machen. Ja, okay, aber es ist egal. Er hat sie auf jeden Fall nicht erkannt. Das, ich frage mich nur, ob sie die Perücke halt auf hatte, als sie gesungen hat. Ja, singing. Jetzt geht's los. Singing. 53, 54, 56. Das hatten wir aber schon, oder? Nothing else happened that night. Okay. Ja, einfach nur singen machen. Boah. Ich möchte natürlich auf das Ende hinkommen. Wir brauchen neue Videos. Haben wir irgendwas Neues zu Baby? Wie war das jetzt? Sie hat den Simon. Die haben sich. Das war doch der Simon, mit dem sie sich da abgewechselt haben, ne? Da möchte ich auch nochmal reinhören. Das ist sogar ein neues Video. Hä? Hatte ich nicht danach schon gesucht oder haben wir das Video so gefunden? Hannah was so smitten with Simon. She started getting jealous. Didn't want to share. Even the first date. We went to see Tom Cruise at the Old Odeon. We both went. Kept changing places in the toilet. We only had the one best dress, so we had to keep swapping clothes. Must have thought we had terrible bladder problems. The next date, it was my turn. At the end, I let him kiss me. But that was it. We didn't want another card on our hands, and the Ouija board had said to hold back. After that, it was Hannah's turn, and she slept with him. Broke the rules. Deliberately broke the rules. She wanted to be the first to sleep. Als Rache für Call. Sie hat ja gerade gesagt, wir wollten da nicht nochmal so einen Call. Ich finde es aber krass, in diesem In-Room, wo sie sitzt, ne? Da hört man immer diese Möwen im Hintergrund. Das ist irgendwie total, total strange. Ja, gut. Das ist nur diese Geschichten mit dem, dann musste ich schwanger werden. Wir haben uns gegenseitig geschlagen, irgendwie, damit das alles gleich wird. Ich habe sie entjungfert mit einer Bürste, bla bla. Das ist alles so viel. So viel Mühe, ne, dann wird man denken, das muss doch wahr sein, das müssen doch zwei verschiedene Personen sein, weil das ist alles so gut durchdacht dann einfach, wisst ihr? Das ist ja schon gut durchdacht, dass man wirklich denken könnte, es sind zwei verschiedene Personen. Jetzt bin ich mal gespannt. No, he was a shy as me. I asked a friend to ask him out for me. We had our first date at the Odeon in North End. We went to see Risky Business. I had on my one best dress. Simon paid. He bought me a whisper, and I was worried about getting chocolate on my teeth. Hä? Das hört sich jetzt aber nicht an, als wären sie zu zweit gewesen. No, he was as shy as me. I asked a friend to ask him out for me. We had our first date at the Odeon in North End. We went to see Risky Business. I had on my one best dress. Risky Business? Hannah was so smitten with Simon. Tom Cruise? Jetzt weiß ich gar nicht, ob... ich weiß nicht, ob Tom Cruise Risky Business. Ich habe davon... Ich habe keine Ahnung gerade. Aber Old Odeon... ja, das kommt ja hin, aber wie gesagt, sie sagt hier, dann haben wir immer versucht, dann haben wir immer das Kleid getauscht und. Also, kann ich denn sowas wie Second Date eingeben? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. She slept with him. Kann ich sowas eventuell machen? Da haben wir wieder nur das, okay. Parents? Da haben wir noch ein Video. Then my parents died.
It was the worst year of my life. The miscarriage and then my parents. Die Arme. Hier haben wir noch zwei Videos. Ich wusste, ich habe danach... Ich habe es mir aufgeschrieben letztens. Ich habe es hier noch stehen. Aber ich habe mich danach... Ich guck mal gerade. Corpse habe ich schon gemacht. Hair, Attic, Perform, Blood, Throat. Cut Simon könnte ich eigentlich noch machen, aber jetzt... Die Musik verrät. Oder was wir vorher gesehen haben gerade, war ja sehr traurig. Und das merkt man immer, dass wir halt... Wir haben dann wieder was von der Story irgendwie. Oder wir kommen dem immer näher. Ich werde auch immer nervöser jetzt bei den ganzen neuen Videos. Boah, wir haben echt schon eine ganze Menge. Ich möchte halt auch nicht... Das ist ja kein Speedrun oder so. Ich möchte das wirklich ganz in Ruhe mit euch spielen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir wirklich alle Videos hier sehen werden. Yeah. I mean, I was infertile. Thought I was. They told me I was infertile after the miscarriage because of complications. Infertile? Moment. Hey, mach das bitte nicht. Infertile, wie wir das Ist das, ist sie unfruchtbar dann gewesen? Also, ist sie, heißt das unfruchtbar? Ich weiß nicht, ob es das heißt. Aber, ne, es ist wie bei der Hebamme, wenn ich das jetzt hier daraus ableite. Infertile. I was infertile. Thought I was. They told me I was infertile after the miscarriage because of complications. Stopp. Sie dachte, sie war. Okay, danach werden wir auf jeden Fall, nachdem wir gleich nochmal suchen. Krass. Hannah had a miscarriage. This was late in the pregnancy and it left her infertile. Felt like the universe had corrected its course. We were aligned again. But Hannah and Simon were still living with his parents. They were married. Simon had a job at the Glaciers now. Derek had given him a full-time position after he left school. And then... And then we... Warte mal, ne? Nee, das sind die Eltern von Hannah gewesen, die gestorben sind. Boah, jetzt habe ich mir gerade gedacht, weil sie meinte ja, ja, sie hatte die Fehlgeburt und es war so, als würde das Universum etwas korrigieren. Nur, sie lebte halt noch mit den Eltern von Simon und das heißt, sie konnte jetzt nicht da einziehen. Sie konnte nicht wieder hier, ne, boah, das ist gruselig jetzt gerade irgendwie. Sehr gruselig. Schade, dass wir immer noch 5 Videos davon sehen. Denn, ich würde gerne wissen, was sie danach sagt. 11.50 Uhr. 11.50 Uhr. Mhm. 11.50 Uhr. 11.57 Uhr. Aha. Nee, passt trotzdem nicht. Okay, ich bin gespannt. I think it was that time. The first time. At the house. In his bed. That I got pregnant. Amazing, right? This fucking magic sperm. And they say lightning doesn't strike twice. I didn't tell him. I missed 3 periods. I had pretty irregular periods anyway, but 3? I had always thought we were infertile. Both of us. I didn't tell him. Waited. Hannah and I were meeting for our birthday and I told her because I thought she would be happy for us both. I think she was. Das ist sehr seltsam jetzt gewesen. Ich dachte, ich wäre unfruchtbar. Also wir beide. Versteht ihr? Ich dachte, ich wäre unfruchtbar. Also wir beide.
Magic Spa. Oh Gott. Oh, das ist wirklich sehr seltsam jetzt. Das ist natürlich dann die Theorie, dass beide an dieselbe Person sind, die wird dadurch natürlich wieder bekräftigt. Mann, das wird ja immer krasser hier gerade. Jetzt weiß ich gar nicht, wonach ich die suchen soll. Kann man mal nach Bad suchen eventuell? Oh, nach his Bad? Okay. Jetzt, ich weiß jetzt nicht mal mehr, wie man die Wörter schreibt. Das ist ja wunderbar. Verdammt, das ist doch nicht wahr. Ich weiß eigentlich, wie man pregnant schreibt, aber trotzdem. Okay, warte. Jetzt aber, war doch richtig. Gott, wie gruselig. Guck mal, hier haben wir noch zwei Videos. Ach, krass. Okay. Yes, I'm fine. Oh, I'm sick again. This happens some days. I'm pregnant. It's morning sickness. Das ist auch noch vom 27.06. Die Frage ist sie jetzt da im Verhör wirklich schwanger oder ist sie nicht schwanger? Natürlich muss sie schwanger sein, wenn sie sagt, ihr ist schlecht, aber... Okay, das macht schon Sinn, wenn sie sagt, hier für das Baby und Simon wird in ihr weiterleben. Aber wenn doch die Schwester Simon umgebracht hat, ne? Ich würde doch nicht, ich wäre so sauer. Das ist alles so komisch. When I arrived in Glasgow, I was exhausted. The streets were empty. I was driving badly. And I hit a taxi. Not a big crash, just paintwork. The guy was so pissed off because I didn't have a driving license on me. But when I told him I was pregnant, he made sure I got to the hospital so they could check me out. It was fine. The hospital must have details when I was looked at. There's a scratch on the car. Okay, das schien jetzt wohl doch wichtig zu sein. When I arrived in Glasgow, also. Ah, okay, okay. Sie hat also ein Taxi angefahren und sie meint, es wäre nicht so schlimm gewesen, ne? War einfach nur hier so ein Lackschaden. Und dieser Typ war aber super angepisst und sie hatte halt ihren Führerschein nicht bei und. Und als sie gesagt hat, dass sie schwanger ist, he made sure I got to the hospital so they could check me out. Okay. Okay, sie hat dann gesagt, sie ist schwanger. Und dann, es tut mir leid, dass ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr übersetze, aber es wäre doch ein bisschen, ich weiß nicht, jetzt war ich auch so verunsichert wegen, aber wir schaffen das schon. Ich will mich jetzt hier gar nicht verrückt machen, wirklich nicht. I got to the hospital so they could check me out. Und alles war in Ordnung mit dem Baby. Hat sie dann die Kette eigentlich um? Ist mir nur gar nicht aufgefallen vorher. Details, when I was looked. Ja. There's a scratch on the car. Gucken wir mal, ob wir das finden. Okay, da haben wir nur die beiden. Ich möchte einfach... Das ist so seltsam mit der Uhr immer noch. I guess you could call it that, but we were both happy to get married. It was a beautiful wedding. Gucken wir nochmal, wie das mit der Uhr war. Ach so, das war das. Watch. Seine Watch. Da haben wir auch so viele, ne? Da ist das, was ich meinte. Okay, sie zeigt einfach nur die Uhr. Sie zeigt es so rum, ne? Das adden wir mal zu der Session. Jetzt muss ich natürlich noch das andere finden. Ha, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Was haben wir hier? It happened very quickly. Ah ja, das ist das. Okay, alles klar.
Cellar. Komm, ich finde das doch bestimmt wieder. Aber vielleicht nochmal irgendwas mit Mörder. Mörder, Cellar. Nero Shard. Ich mach das jetzt mal ein bisschen schneller. Ich komme da schon irgendwie. Ah, ich komme da schon irgendwie drauf. Verdammt nochmal, wo ist dieses blöde Video? Wo ist dieses blöde Video? Wo ist das? Jetzt bräuchte ich das. Ich guck mal gerade auf meinen Zettel, wo. Wonach ich hier. Wie ge- ah, guck mal da. So, aber bevor wir das machen, was zur Hölle? Wieso habe ich denn hier jetzt ein neues Video? Warum? On his throat. Das müsstest du ja theoretisch wissen. Okay. Wir gucken uns jetzt die zwei Videos nochmal an. Das ist einmal vom 18.06., also relativ früh, und einmal vom 3.07., da, wo sie auch das Geständnis macht. Also, erstmal das Ältere. Ich guck mal gerade, MT Room 3, und hier haben wir Int Room. Das heißt, wir hätten theoretisch Eve und Hannah. Wenn ich nach den Räumen gehen würde. Ich bin gespannt. He was wearing a shirt. A blue turtleneck shirt and jeans. He has a watch. It's a really nice one. That was a gift from his boss, Eric. Das reicht. Her story is that she'd waited for him to come back. She put on my wig, some of my clothes, pretended to be me. They talked. She'd enjoyed being me. He said he wanted to be with me. Then he took out a present, another mirror, just like the one he'd given her earlier. That unique present. She went crazy, smashed the mirror. They argued, screamed. He hit her. So she grabbed a piece of the mirror and just swung it round. She cut his throat clean open. She'd only meant to scare him off. Okay. Das ist auf jeden Fall mein Fehler. Ich dachte wirklich, es ging hier auch um die Uhr, aber das war in dem Video vom Geständnis. Es wäre halt jetzt super interessant gewesen, um diese Spiegeltheorie mit den Zwillingen, wisst ihr? Das wäre ja dann quasi wie ein Spiegel. Schade, echt schade. Aber in dem Video hier halt auch immer noch ganz viele interessante Sachen, und ich möchte halt ab da an, beziehungsweise da, wo sie auch das Geständnis macht hier. Das Geständnis macht sie um 12.04 Uhr. Wir haben jetzt 12.03 Uhr, okay. Das kommt also davor. Das heißt, hier müsste auch noch was davor kommen. Her story is that she'd waited for him to come back. Das heißt, wenn ich jetzt her story eingebe. Wenn ich jetzt nochmal Hannah eingebe, machen wir Hannah Story. Mist. Wie komme ich jetzt an den Clip davor? Eine Frage kann ich ja nicht wirklich eingeben. Ja, okay, da kommt noch was, aber. Okay. She did it vielleicht. Ja, komm, das ist es doch. Das ultimative. Oh mein Gott, da ist wirklich was. Okay. She's being chased. They're trying to catch her because she did something bad. I guess she broke the rules. Or maybe they think she did something bad. Maybe it wasn't her fault. She looks scared, not guilty.
Then it was mistaken identity. Did they catch it there? I don't know. Ja, da haben wir jetzt ja wirklich ein interessantes Schlagwort. Moment, ich schreibe mir das mal auf. Maybe it was mistaken identity. Das ist sehr interessant. Sie kriegt wahrscheinlich irgendwelche Märchen wieder oder irgendwas kriegt sie ja vorgesetzt und sie erzählt einfach frei raus, was eigentlich los ist. Das ist schon sehr krass. Das enden wir auch mal. Ich möchte wissen, was vorher und nachher und sowas da. Manu, das ist echt schwer. Schade. Sehr, sehr schade. Übrigens, Dankeschön, dass ihr noch hier zuschaut. Ich weiß, es dauert natürlich ein bisschen, aber ich möchte mir auch bei dem Spiel wirklich sehr viel Zeit lassen. Wie gesagt, ich habe eine spoilerfreie Recherche betrieben und dass es wohl sehr schwer sein soll, alle Videos zu sehen. Guck mal, das finde ich übrigens krass, dass eins One Volume Missing. Okay. Ich finde das lustig hier mit dem Schwarzen. Ja, kann ich hinter mir schauen? Nein, okay. Oh Gott, wie wird Arrest geschrieben? Ah, oh! Das steht nämlich noch auf meinem Zettel. Juhu, wo war das hier? Habe ich aber hier falsch geschrieben. Ah, geil, okay. Dann mal auf. Like I said, I think I was popping out to get something. Ran out of something, had to grab something. I sometimes drive too fast. If you want, you can arrest me for that. Sehr mutig, junge Dame, sehr mutig. Und meine Lieblingssession, weil wir in der ja viele Informationen gekriegt haben. This is a nice room. This is where you take people when it's time to arrest them. Oh! Da wusste sie schon Bescheid, okay. Also ist der Endroom einfach nichts anderes als der Endraum quasi. Und das ist auf jeden Fall dann auch die letzte Session. 3.7. halt. Okay, das ist interessant zu wissen. Bisschen Angst, warte mal. 6 Sekunden, okay. Yes. No, Lola. What are you going to arrest me for? Vom Mörder, Junge. Junge, junge Dame, Entschuldigung. Zu viel sinnlos im Weltraum. Can you arrest someone who doesn't exist? Aha! Okay, da haben wir jetzt 12.06 Uhr. Ne, 12.05 Uhr ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist eine 5, das sind 4 Sekunden. 12.04 Uhr. Das kam davor. It happened very quickly. We hardly had to talk to each other. We alibi stuck. Achtung. Can you arrest someone who doesn't exist? Die Frage ist eigentlich ganz gut, ne? Kann man jemanden verhaften, der gar nicht existiert? Es ist, glaube ich, jetzt doch ganz klar, es ist ein und dieselbe Person. Sie wurde, wurde nicht immer in einen anderen Raum verhört. Also Hannah und Eve. So krass. Sie wurde nicht immer, sie wurde jetzt in den Raum erst gesetzt. Sie war vorher in den anderen Räumen. Es war sie die ganze Zeit. Sie, die ganze Zeit.